Drei Gründe, warum ihr auf Wayfair verkaufen solltet, wenn ihr die JTL-Warenwirtschaft nutzt. Nach dem Intro. Freunde des E-Commerce, mein Name ist Ali Okasi, ich bin Inhaber der E-Commerce-Agentur eBakery. Ich habe heute Marvin Zimmermann zu Gast. Marvin Zimmermann, eBakery, Unicorn 2, Multichannel-Experte, und die entwickeln gerade an, was entwickelt ihr? Die Schnittstelle zu Wayfair. Und was ist Wayfair? Wayfair ist ein riesengroßer Online-Händler, aber auch Marktplatz im Bereich Home, Deko, Accessoires. Viele Leute werden es kennen, weil sie im Moment sehr, sehr viel Fernsehwerbung machen. Okay, und was sind die Gründe, warum soll ich als Händler dort verkaufen? Es ist erstens ein geschlossener Marktplatz. Das bedeutet, wenn man ein passendes Produktsortiment hat, Markenartikel, kann man sich dort anmelden. Wenn das Produktsortiment passt, wird man angenommen und man bekommt keine Konkurrenz auf das Listing. Das bedeutet, der Umsatz auf dem Artikel gehört dann dem Händler. Wow. Ja. Zweitens, es ist kein reines Marktplatzkonzept, sondern Wayfair kauft auch definitiv Sachen vom Händler an. Also das Wayfair ist so rechtlich... So vendormäßig? Ja, so vendormäßig, genau. Man kann einen Verkaufspreis stellen. Man sagt, okay, ich habe diese Artikel, davon habe ich X zum Bestand und möchte die zu Y verkaufen, also zum Preis Y. Dann bekommt man die Order von Wayfair und dann verkauft man an Wayfair. Und Punkt 3? Punkt 3 ist halt natürlich das riesengroße Marketing, was Wayfair betreibt. Wayfair ist jetzt schon ein milliardenschwerer Händler, also in den USA super bekannt, und sie machen gerade das Rollout in Deutschland. Wie schon gesagt, Fernsehwerbung, Google-Werbung, also da kommt noch einiges und da ist schon einiges passiert. Also das ist natürlich, ich sehe auch da die Entwicklung, dass viel, viel mehr Marktplätze nach Deutschland kommen, also internationale Marktplätze. Mhm. Also wir haben erstmal die europäischen Marktplätze, die natürlich versuchen, Fuß zu fassen in Deutschland. Da haben wir schon seit längerem Rakuten aus Japan, und die Amerikaner haben wir eh, Amazon, eBay, Etsy. Aber was natürlich interessant ist, dass weitere Marktplätze dazukommen, die stark in den USA beispielsweise sind. Ich meine, Walmart USA wäre natürlich mega interessant, wenn die mal den Sprung schaffen nach Deutschland. Mhm. Gab es mal Filialen, ist ja auch ein paar Jahre her, die gibt es jetzt nicht mehr. Mhm. Aber ist auch eine Möglichkeit. Ich meine, wir haben ja in einem Video gesprochen über die 90er mit den Katalogen. Ja. Und wenn man sich das vorstellt, in den 90ern, wie man Otto, Quelle und Neckermann noch gesehen hat, und heute, wie die in die Digitalisierung oder nicht in die Digitalisierung den Sprung nicht geschafft haben oder geschafft haben, ist natürlich mega interessant. Und Wayfair ist natürlich ein Kandidat für ganz, ganz viele, dort ein starker Marktplatz zu werden in Deutschland durch das ganze Marketing. Aber welche Produkte finde ich denn auf Wayfair? Möbel, Accessoires, Home Deko. Also alles, was du benötigst, um dein Zuhause einzurichten. Das ist im Prinzip das, was du auf Wayfair findest. Also so ein bisschen Manu Manu, ein bisschen Otto. Ja, genau. Also man könnte sagen, also man könnte jetzt herabwertend sagen, man könnte es vergleichen mit Home24 oder... das ist nicht herabwertend. Das ist nicht herabwertend, aber ich möchte keine Vergleiche ziehen. Mhm. Also aber wenn man sagt, wie ist das Produktsortiment, könnte man sagen, so ähnlich wie bei Home24. Es geht jetzt um die Reichweite, wo du jetzt sagst, dass Wayfair halt die größere Reichweite sehr wahrscheinlich hat. Ja. Ja, Home24 ist natürlich auch ein krasses Ding, oder? Home24 auch ein krasses Ding, wie du schon sagst, aber freut mich auch, ne? Ist ein deutsches Startup. Ja. Also sind wir immer gut beraten, dass wir in Deutschland ein paar E-Commerce-Player haben, was ja nicht immer der Fall ist. Aber ja. Auch Real hat es gut geschafft. Real hat es gut geschafft, durchaus. Kann man durchaus sagen. Otto ist auf dem Sprung. Ja, also deswegen, die Zukunft sieht einigermaßen gut aus. Die Zukunft ist Multichannel, ganz klar. Ja, sowieso. Viele Standbeine ist besser als eins. Und ich finde es super, dass ihr die Erweiterung für JTL schreibt, für die verschiedenen Marktplätze, weil man kann ganz klar sagen, JTL hat eine Menge Marktplätze, ja, durch Unicorn 2, und es funktioniert auch super. Und ich freue mich schon auf die Wayfair-Schnittstelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe schon zwei Kandidaten, die da sofort starten mit. Abonniert den Channel für weitere Videos. Bis zum nächsten Mal, euer Ali.